Hi Leute, hier ist wieder der Yogi285 und ich zeige euch heute ein weiteres Video vom Samsung Smart TV. Ich habe vor einiger Zeit den Fernseher ausführlich ausgepackt, angeboxt, habe euch den ausführlich in den Funktionalitäten gezeigt, ein kleines Review gemacht, habe euch gezeigt, wie man die Senderlisten bearbeiten kann, habe euch gezeigt, wie die Smart TV Funktionalitäten sich gestalten und habe euch gezeigt, wie man YouTube mit dem Fernseher verwenden kann. Alles bestimmt gerade hier irgendwo in der Mitte des Bildschirms verlinkt. In diesem fünften oder ist es mittlerweile das sechste Video zum Thema, weiß ich nicht, möchte ich euch auf jeden Fall zeigen, wie ihr die iLiga-App, die sollte bekannt sein von Mobilgeräten, wie ihr die ausführlich mit eurem Smart TV nutzen könnt. Es gibt dazu den Smart TV Hub. Darüber findet ihr alle Apps und alle sonstigen Internetfunktionalitäten. Das ist diese bunte M-Taste hier. Ich glaube, es ist ein M oder es ist einfach nur ein Quader. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist sie rot, grün, blau. Die drückt ihr in der Mitte der Fernbedienung und seht den Smart TV Hub. Oben links läuft das Fernsehbild weiter und ihr seht oben und unten eine Übersicht der installierten Apps. Das ist natürlich je nach individuellem Geschmack anders. Ihr könnt ja die Apps installieren und deinstallieren, wie ihr das möchtet. Ich gehe mal hier auf die zweite Seite, denn hier befindet sich die iLiga App, die ich euch mal kurz demonstrieren möchte, wie das Ganze hier auf dem Smart TV aussieht. Ich drücke also OK bzw. Enter auf der Fernbedienung. Ihr könnt mich da gespiegelt heute mal im Bild sehen, ausnahmsweise. Und das ist unsere iLiga-App. Wir sehen also die Kategorie Home mit dem Dashboard. Da sind jetzt angesagte Videos drin, zum Beispiel von gestern Abend der DFB-Pokal, verschiedene Szenen daraus, Interviews mit Jupp Heynckes und so weiter. Was aber eigentlich noch viel interessanter ist, ist der gesamte Umfang dieser iLiga-Football-App. Und zwar können wir natürlich oben die Kategorie Home und Wettbewerbe auswählen. Ihr seht das, da switche ich gerade zwischenher. Ich gehe mal auf Wettbewerbe und wir sehen dann Kategorie Spieltage, Tabelle, Videos und News. Wir sehen heute zum Beispiel, vor ein paar Tagen am 27.05. lief das Relegationsspiel Lautern gegen Hoffenheim. Und das wird hier angezeigt, weil ich da oben rechts die Bundesliga ausgewählt habe. Diese iLiga-App unterstützt natürlich nicht nur die Bundesliga, sondern folgende Ligen und Pokale oder überhaupt alle Events, die mit Fußball zu tun haben, aus eigentlich allen Ländern dieser Welt. Wir sind jetzt hier in der Kategorie Deutschland, können auf England, Europa, Welt, Schottland, Italien, Spanien, Frankreich, USA, Türkei, Holland, Russland und viele weitere gehen. Ich belasse es mal jetzt eben bei Deutschland, denn das sollte für die meisten am interessantesten sein. Wir gehen also auf Deutschland und haben dann die entsprechenden Ligen zur Verfügung. Nämlich die Bundesliga, die zweite Bundesliga, die dritte Liga, den DFB-Pokal, den DFL Supercup, die verschiedenen Regionalligen und wir haben unten auch noch die Frauenbundesliga. Ich fange mal am besten an mit dem DFB-Pokal, denn die Bundesliga ist vorbei. Und das hier war noch aktuell, das DFB-Pokalfinale von gestern vom 1.6. FC Bayern gegen Stuttgart. Ihr könnt dann zum Beispiel hier noch auswählen das Finale, das Halbfinale, die Viertelfinals, die dritte Runde, die zweite Runde, die erste Runde. Und wenn ich jetzt zum Beispiel in der ersten Runde gehe, das ist ja schon eine ganze Weile her, die sind hier am 17.8. zum Beispiel, hat das stattgefunden, da hat hier VfB Lübeck gegen Braunschweig gespielt. Und trotzdem kann ich noch diese Spiele auswählen. Wenn ich das jetzt zum Beispiel auswähle, sieht man hier noch den Live-Ticker. Das ist alles noch hier gespeichert und bleibt es auch wahrscheinlich noch eine ganze Weile. Und kann unter anderem jetzt hier noch auswählen die Höhepunkte. Da sehe ich Tore und gelbe Karten und andere wichtige Ereignisse im Spiel. Wir können uns nochmal die Aufstellung angucken, wer bei welchem Team auf welcher Position war. Wir können den Vorbericht sehen, da ist aber no data available. Und wir können den Nachbericht sehen, da ist auch keine Daten verfügbar. Mag jetzt vielleicht daran liegen, dass das Spiel nicht so das Allerwichtigste war. Aber wichtig zu sehen, dass wir an einem Spiel, was jetzt gut ein Dreivierteljahr her ist, auch immer noch hier alle Informationen zu einholen können. Zum Beispiel den Live-Ticker hier, was in der 90. und 89. Minute damals passiert ist. Das können wir hier ganz genau nachlesen. Wir können natürlich dann auch die aktuellen Spiele wieder aufrufen, indem wir weitergehen. Viertelfinale, Halbfinale und Finale. Das Spiel von gestern, wie gesagt. Wir sehen die Aufstellung, wir sehen die Höhepunkte und wir sehen den Live-Ticker. Wenn man keine Möglichkeit hat, das Spiel live zu sehen, was natürlich an einem Fernsehgerät ein bisschen paradox ist, denn da sollte man in der Regel die Möglichkeit haben. Da wird man also wohl sich lieber das Live-Bild im wirklichen TV-Modus angucken möchten.
als hier den Text-Ticker. Aber trotzdem im Nachhinein ganz hilfreich, dass man das hier tun kann. Außerdem können wir nicht nur die Spiele selber angucken, sondern auch die Tabelle. Ich gucke das mal hier gerade an. Das ist natürlich im DFB-Pokal nicht wirklich möglich. Deshalb gehe ich mal auf die erste Bundesliga. Kleinen Moment. Erste Bundesliga, Tabelle, ganz genau. Wir sehen jetzt hier eine ausführliche Tabelle, wie man das kennt, mit Punkten, Torverhältnissen und so weiter. Und wir können uns außerdem noch die Spieltage zur Bundesliga jetzt angucken. Da war ich gerade schon drin. Zweiter Relegationstag und hier der letzte 34. Spieltag nochmal. Auch hier können wir wieder die Spiele im Einzelnen in den Details aufrufen. Zum Beispiel Gladbach gegen Bayern. Den Live-Ticker, die Höhepunkte, die Aufstellung, den Vorbericht, den gibt es jetzt hier bei der Bundesliga diesmal. Und den Nachbericht, also eine kurze Textzusammenfassung über die Geschehnisse des Spiels. Und wir können natürlich jetzt auch nochmal zurückgehen. Ich zeige euch nochmal eben, wir waren in der Tabelle und wir haben auch noch Videos zur Bundesliga. Zum Beispiel sehen wir jetzt hier ein Video zum Triple-Triumph von FC Bayern oder hier eigentlich viele andere Videos, die jetzt zum Beispiel gerade die Bundesliga betreffen. Um das Video zu sehen, gehe ich hier rechts rüber. Und es wird offensichtlich noch Werbung angezeigt für 14 Sekunden. Da startet das Video und wir können das Ganze natürlich auch mit einem weiteren Klick auf OK in Vollbild schalten. Und wir sehen jetzt hier einige Interviews und Zusammenfassungen des Triple-Triumphs der Bayern, wie gesagt. Und da kann man sich zu vielen Themen hier die entsprechenden Videos anzeigen lassen. Und hier gibt es noch die Kategorie News. Und da sehen wir jetzt vom 2.6. 17.35 Uhr die letzte Bundesliga-News, dass Anatoli Timotschuk nach St. Petersburg zurückgekehrt ist. Rechts haben wir den entsprechenden Text. Das können wir auch nochmal ins Vollbild schalten, um das mit entsprechenden Bildern zu sehen. Also nicht nur eine Punkte- und Tore-Informations-App, Spiele-Informations-App, sondern tatsächlich auch weitgehende Hintergrundinformationen. Hier Zitate von Joachim Löw und was Augsburg jetzt tut, was Heinkes jetzt tut. Also alles wirklich sehr informative Dinge, die man hier aufrufen kann. Für den Fußballfan sicherlich sehr hilfreich. Wenn man an seinem Smart-TV-Gerät sitzt und gerade kein Live-Spiel läuft, dann kann man sich hier weiterhin mit Fußball voll saugen. Da sollte es absolut keinen Mangel geben. Hier im Home-Bereich haben wir noch die Kategorie Live. Da sollte jetzt eigentlich im Moment nicht sein, zumindest nicht in Deutschland, aber wir sehen schon, im Ausland laufen auch jetzt gerade Spiele, nämlich zum Beispiel in der Primera League oder in verschiedenen Länderspielen, zum Beispiel Mexiko gegen Nigeria. Da können wir drauf gehen und sehen, dass das Spiel, nein, auch schon vorbei ist. Auf jeden Fall sind das Spiele, die vor kurzem oder jetzt noch live laufen. Und ja, hier kann man wirklich über die gesamte Welt, ich habe euch das ja gerade schon gezeigt, in der Kategorie Wettbewerbe, hier kann man nicht nur die deutschen, sondern eigentlich die komplette internationale Bandbreite von Fußballwettbewerben auswählen. Ihr seht das auf der linken Seite. Wenn ich zum Beispiel mal auf Brasilien gehe, dann sehen wir hier die Serie A natürlich und haben hier am 29.05. gerade mal den zweiten Spieltag. Die haben offensichtlich gerade erst angefangen und sehen auch hier Ergebnisse und natürlich auch alles in deutscher Sprache, den Live-Ticker, die Höhepunkte, die Aufstellung und alles zu sämtlichen Spielen und sämtlichen Ligen dieser Welt. Also umfangreicher geht es eigentlich nicht für den Fußballfan. Das kann ich jedem fußballversierten Menschen nur ans Herz legen, diese App. Und ja, mehr kann ich euch eigentlich jetzt wirklich nicht dazu zeigen. Ich wollte nur mal eine kurze Übersicht geben. Falls ihr vorhabt, euch den Fernseher zu kaufen, falls ihr Fußballfan seid und euch ein Smart-TV zulegen möchtet, dann werdet ihr hier dran auf jeden Fall Spaß haben. Viele kannten die App vielleicht oder bestimmt schon von ihren Mobilgeräten, von Android- und iOS-Geräten. Da gibt es die ja schon seit sehr langer Zeit. Und im Umfang steht diese TV-App den Mobil-Apps in absolut gar nichts nach, würde ich mal jetzt spontan sagen. Da findet man wirklich sämtliche Informationen. Ja, mehr kann ich euch jetzt nicht sagen zur iLiga. Ich danke euch auf jeden Fall, dass ihr euch das Video angeschaut habt. Und hoffe, dass ihr mal wieder bei mir reinschaltet. Schaut mal auf meinen Kanal. Ich mache immer mal solche kleinen Infovideos, stelle auch viele Produkte vor, mache viele Unboxings. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mich abonniert oder das Video hier positiv bewertet. Wenn euch das gefallen hat, wenn euch das in irgendeiner Weise eine Hilfe war. Ansonsten danke ich euch trotzdem, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Ich bin jetzt raus. Das war mein Video zur iLiga, The Football App. Macht's gut. Tschüss vom Yogi285.